Frohes Neues euch allen und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung OrgaTV im Jahr 2016. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Heute in der Sendung haben wir folgende Themen. Unser erster Beitrag handelt von der Flüchtlingshilfe in Blieskastel. Unser Team hat den Verein dort besucht und nach den Beweggründen und Zielen gefragt. Der zweite Beitrag widmen wir wieder dem Thema Leadership im Sport. Wir haben für euch die Handballmannschaft VT Zweibrücken besucht. Dort haben wir im Training wieder Trainer, Captain und die Mannschaft zu ihren Mannschaftszielen und persönlichen Zielen befragt. Die Beitragsreihe Tipps und Tricks behandelt heute das Thema ausgemachte gesunde Ernährung trotz stressigem Uni-Alltag. Wenn ihr uns kontaktieren möchtet, könnt ihr dies über Facebook tun. Wir haben eine Seite orga.tv. Wir freuen uns über jede Art von Fragen oder Anregungen. Wir starten mit der Reportagenreihe Flüchtlingsthematik. Auch wie im letzten Jahr haben wir dieses Jahr die Flüchtlingsthematik als großen Block für euch vorbereitet. Wir waren dieses Mal zu Gast bei dem Verein Flüchtlingshilfe in Blieskastel, wo wir auch schon zum Deutschkurs in der letzten Sendung waren. Dort haben wir den ersten Vorsitzenden für die Flüchtlingshilfe e.V. in Blieskastel über den Verein an sich und über die Beweggründe und Aufgaben des Vereins interviewt. Der Verein wurde am 1. Juli 2015 gegründet und setzte sich in der Satzung des Vereins das Ziel, ich zitiere, die Hilfe für Flüchtlinge in Blieskastel und die damit verbundenen ehrenamtliche Arbeit auf eine gesicherte rechtliche Grundlage zu bringen. Besonders zu betonen ist, und dies ist ein sehr schöner Gedanke, von dem man sich auch als Vorgabe oder als Vorsatz fürs neue Jahr was abschauen kann, und zwar, ich zitiere wieder, dass die Vereinsmitglieder keine Unterschiede machen, warum sich ein Mensch auf die Flucht begeben musste und zu welcher Nation oder Religion er gehört. Auf der Flüchtlingshilfseite www.flüchtlingshilfe-blieskastel.de steht, dass alle, die sich in der Hilfe für Flüchtlinge in Blieskastel einbringen wollen oder engagieren wollen, im Verein herzlich willkommen sind. Dabei habt ihr die Möglichkeit, Pate oder Patin zu werden oder auch konkrete Aufgaben zu übernehmen, wie zum Beispiel einen Deutschunterricht zu leiten. Aber auch durch Geld oder Sachspenden, wie zum Beispiel Küchenutensilien oder Fahrräder, könnt ihr euren Teil dazu beitragen. Ebenso Helferinnen und Helfer, die kein Mitglied werden möchten, sind immer herzlich willkommen in Blieskastel. Die Eindrücke, die wir vor Ort für euch gesammelt haben, seht ihr jetzt in unserem nächsten Beitrag. Also wir haben jetzt im Verein selbst sind 55 etwa Mitglieder. Helfer sind es weit mehr, das sind über 100 Personen, die in allen Bereichen mal mit einspringen halt, weil wir haben es auch zur Prämisse gemacht, dass jeder helfen kann, ohne auch Mitglied sein zu müssen halt, weil manche möchten halt einfach nicht in diese Vereinsstruktur rein, aber können dann halt trotzdem mithelfen. Fangen wir einfach mal mit dem Begrüßungstag an, da ist von uns vom Verein Begrüßungsteam mit dabei, ein, zwei Personen. Wir versuchen jeder Familie oder jeder Wohnung, jedem Haus ein oder mehrere Paten auch zuzuordnen, die die Flüchtlinge dann auch begleiten. Wenn wir da schon am Tag der Ankunft welche haben, sind die auch mit dabei, dann sind Vertreter von der Stadt dabei. Und jo, geht also ziemlich hektisch zu. Nachdem sie dann in der Wohnung angekommen sind, bringen wir sie dann zur Stadtverwaltung zur Anmeldung. Dort kriegen sie dann auch nochmal ein Rest Geld für den laufenden Monat, was sie in Lebach nicht bekommen haben. Dann machen wir so, ja, so eine Art Sightseeing-Tour. Ärzte, Apotheken, also alles, was wichtig ist in der Stadt, was wir dann zeigen halt. Und jo, dann lassen wir sie halt erstmal zur Ruhe kommen. Ansonsten begleiten wir sie dann bei Behördengängen, Arztbesuchen, also alles, was anfällt. Ansonsten bieten wir halt diese ehrenamtlichen Deutschkurse an. Da haben wir mittlerweile in jedem Ortsteil einen Kurs am Laufen. Da sind wir auch recht gut aufgestellt. Momentan sieht es so aus, dass die Anerkennung dann relativ schnell erfolgt, wenn alles in Ordnung ist von den Papieren her und kein Dublin-Verfahren anhängig ist. Dann wechseln die quasi vom Amt für Grundsicherung, also sie kriegen da Leistungen bis dorthin nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, wechseln dann zum Jobcenter und haben im Prinzip dann die gleiche Rechten, Pflichten wie jeder deutsche Arbeitslosen-Geld-2-Empfänger auch.
Können da eine Wohnung frei wählen halt, wenn sie eine finden. Ist halt auch eine sehr schwierige Situation. Und dann greift auch dieser verpflichtende Integrationskurs von 600 Unterrichtseinheiten. Das heißt, die lernen dort Deutsch und auch nochmal Kultur, Regeln und diese Dinge. Das versuchen wir natürlich von Beginn an den Menschen zu vermitteln, was halt immer ein Thema ist. Ist beispielsweise die Mülltrennung. Das muss man von Beginn an machen, kann nicht ein halbes Jahr warten. Wobei da viele auch ihre Schwierigkeiten mit haben. Das geht aber uns Deutschen, denke ich, auch nicht anders. Ne? Wir sind behilflich bei der Wohnungssuche dann, wenn sie anerkannt sind. Wir versuchen, mit Firmen in Kontakt zu treten, um vielleicht schon mal Praktika zu machen oder halt tatsächlich auch den Arbeitsmarkt zu vermitteln. Wir kümmern uns um die Anmeldung Kindergarten, Schule und diese Geschichte halt, versuchen da auch in Kontakt mit den Lehrern zu kommen oder mit den Kindergärten. Wo hakt's, wo ist Gesprächsbedarf und dergleichen halt. Ne? Also das ist so im Groben der Ablauf, wenn sie hierher kommen, dann bis zur Anerkennung und dann werden die meisten nach der Anerkennung auch schon relativ selbstständig. Also wir haben derzeit schon eine recht hohe Spendenbereitschaft, was auch Sachspenden, Kleider, Fahrräder, Möbel, also alles, was man braucht, wenn man hier ankommt und nichts als die Kleider auf dem Leib hat. Wir haben eine Homepage, das ist www.flüchtlingshilfe-blieskastel.de. Da kann jeder also auch aktuell nachschauen, wenn jetzt speziell für bestimmte Bereiche ein Bedarf besteht. Dort sind auch unsere Kontaktdaten vom Vorstand drauf. Man kann sich darüber jederzeit mit uns in Verbindung setzen. Man kann helfend tätig werden, sei es indem man Hausaufgaben, Nachmittagsbetreuung macht. Sei es, indem man sich anbietet, Behördengänge zu machen mit den Leuten oder zu Ärzten und all diese Sachen halt. Also im Prinzip der ganze Bereich des täglichen Lebens. Ne? Wer da sich berufen fühlt oder Spezialkenntnisse hat, bei Behörden beispielsweise oder solche Dinge, gerne jederzeit. Die Kontaktdaten sind auf der Homepage. Wir haben eine Kleiderkammer, die ist im Ortsteil Limbach. Das ist auch ein Raum, den wir von der Stadt zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das war ursprünglich war es auch noch mit als Möbellager geplant. Mittlerweile ist die ganze Hütte voll mit Kleidern. Das heißt, wir suchen jetzt händeringend auch die Möglichkeit, beispielsweise Fahrräder, wo wir eine Werkstatt einrichten können und die Fahrräder auch lagern können. Weil dort ist Land unter, da haben wir einfach keinen Platz mehr. Der Großteil ist bereit und willig, sich zu integrieren. Ich selbst habe bis jetzt noch keinen erlebt, der sich zurücklehnt und sagt, so, jetzt bin ich da, jetzt zahlt mal. Die wollen so schnell wie möglich Deutsch lernen, wollen sich integrieren, wollen zur Schule, Studium, Beruf, alles schnellstmöglich. Ja, es ist einfach jeden Tag ein gutes Gefühl, was jemandem geholfen zu haben, ne? Wenn es nur die kleinste Kleinigkeit ist. Ne? Mal einfach auch mal 10 Minuten einfach mal nur zuhören oder irgendwas versuchen zu erklären, wie es in Deutschland ist. Und das ist also eine unheimliche Dankbarkeit bei den Flüchtlingen dann auch zu sehen. Und ja, es ist einfach nur ein gutes Gefühl. Ne? Wie gesagt, es ist Stress hoch 3 teilweise. Für manche von uns ist es mittlerweile zum Vollzeitjob geworden halt. Wir sind auch oft an den Grenzen, manchmal auch darüber des Machbaren. Jo, aber wie gesagt, das Bewusstsein, geholfen zu haben, das entschädigt dann und das ist dann halt Lohn für viele Mühen auch. Vielen Dank nochmal an den Verein. Einerseits, dass ihr euch so einsetzt für die Flüchtlinge in Blieskastel und auch, dass ihr uns so lange dort filmen lassen habt und euch so viel Zeit genommen habt. Wir machen weiter mit unserem nächsten Beitrag zum Thema Leadership im Sport. Unser nächster Verein ist der Handballverein VT Zweibrücken. Die Mannschaft, die wir besucht haben, spielt in der Oberliga. Dort haben wir Coach, Captain und die Spieler anhand von Fragebögen zu ihren persönlichen und Mannschaftszielen befragt. Ein kleines News-Update zum Thema Handball. In 10 Tagen beginnt die Handball-EM in Polen. Mit dem Ausfall in der deutschen Nationalmannschaft des Kapitäns Uwe Gensheimer und dem Rechtsaußen Patrick Kruetzki fehlen die deutschen Nationalmannschaft 2 Schlüsselspieler. Dennoch konnte sich unsere Mannschaft heute in der EM-Vorbereitung mit 37:30 gegen Tunesien durchsetzen, wobei Dissinger mit 8 Toren einen großen Teil dazu beitragen konnte. Ich bin sehr gespannt, wie die Mannschaft abschneiden wird und werde die EM, wie auch ihr wahrscheinlich, vor dem Fernseher verfolgen und mal sehen, ob sie auch an den Erfolg 2004, als sie Handball-Europameister wurden, dass sie das noch einmal wiederholen können. Also mich würde es freuen.
Zum Handball allgemein ist zu sagen, dass es ein sehr körperlicher Sport ist, zu dem auch ein gesundes Maß an Durchsetzungsfähigkeit gehört, bei dem man manchmal auch seinen Standpunkt mit allen Kräften verteidigen muss, besonders als Kreisläufer am Kreis. Allerdings ist der Sport auch sehr durch Taktik und körperliche Fitness geprägt. Wie sich diese Eigenschaften auf die Trainer-Spieler-Beziehungen und auch zum Captain auswirken, zeigen wir euch jetzt in unserem nächsten Beitrag. Die Serie Leadership im Sport geht weiter. Wir haben für euch die Handballmannschaft des VTZ in Zweibrücken besucht. Vor Ort haben wir auch hier mit Trainer und Mannschaftskapitän über ihre langfristigen Ziele und den Führungsstil gesprochen sowie Fragebögen zu diesen Themen an Mannschaft, Coach und Captain ausgeteilt. Wir wollten wissen, was die langfristigen Ziele von Trainer, Kapitän und Mannschaft sind. Also es gibt auf jeden Fall ein Ziel, das ist klar, sonst wird man gar nicht arbeiten. Wir haben momentan einen kleinen Umbruch in der Mannschaft, den haben wir dieses Jahr schon ein bisschen angefangen, müssen nächstes Jahr noch ein bisschen weitermachen und wollen jetzt die nächsten 2-3 Jahre eine Mannschaft aufbauen, die es uns erlaubt, in der RPS-Oberligaspitze dauerhaft mitzuspielen, beziehungsweise auch erlaubt, an den Aufstieg in die dritte Liga zu denken. Und wenn wir aufsteigen, dann auch in dieser Liga zu bleiben. Wir haben uns ja schon länger in der Oberliga RPS etabliert, spielen jetzt seit mittlerweile wieder 2 Jahren hier. Das ist wieder die zweite Saison nach der dritten Liga. Haben diese Saison nicht so ganz gut gespielt, deshalb stehen wir momentan im Mittelfeld. Wir sind nicht mehr die jüngste Mannschaft, muss man dazu sagen. Wir wollen uns langfristig verjüngen. So sind die Vorgaben vom Verein. Und wollen dann wieder oben angreifen, wenn möglich. Die Mannschaft nennt als primäres Ziel den sportlichen Erfolg, um so unter den ersten 3 der RPS-Oberliga zu landen und langfristig in die dritte Liga aufzusteigen. Auch der Spaß am Handball, attraktiven Handball zu spielen, sowie die Mannschaft zu verjüngen, sind langfristige Ziele der Mannschaft. Auch nach den persönlichen langfristigen Zielen von Trainer, Kapitän und Mannschaft haben wir gefragt. Also ich muss sagen, ich habe die Truppe habe ich jetzt ein Dreivierteljahr in der dritten Liga gecoacht, habe sie mitten in der Saison übernommen. Muss ich sagen, das wäre schon auch für mich selber das Ziel zu sagen, noch einmal in der dritten Liga zu arbeiten oder wieder in der dritten Liga zu arbeiten, weil einfach das Niveau von den Mannschaften ein bisschen höher ist und einfach so, dass das Ganze drumherum, so dieser ganze Aufwand, einfach so ist, wie ich mir das vorstelle, weil professioneller halt ein bisschen geschafft wird im gesamten Bereich. Gut, mein Ziel ist es auf jeden Fall mal verletzungsfrei zu bleiben, da ich da in der letzten Zeit durchaus gebeutelt wurde, was das angeht. Für mich heißt es, so lange wie es geht, noch auf dem Niveau spielen. Da ich mittlerweile die 30 auch schon überschritten habe jetzt, naht das Karriereende irgendwann auch und dann wird den jüngeren Spielern Platz gelassen. Die bestmögliche persönliche Entwicklung, der Wunsch, ein Leistungsträger in der Mannschaft zu werden. Größte ist, dass ich viel von meinen Spielern fordere, vor allem viel, dass sie viel Zeit opfern. Ja, und ich lebe das aber auch selber vor, weil ich dann auch selber immer wieder da bin, wenn ich sage, wir machen das, dann bin ich auch immer selber da. Wenn ich sage, wir gehen in den Kraftraum, bin ich auch selber da. Also ich versuche, das vorzuleben, was ich von meinen Spielern selber verlange. Ja, Opfer zu bringen, in Anführungsstriche, wenn man das so sagen darf. Das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich, dass ich sicherstelle, dass wir ein ordentliches Training machen, ja, dass es ein langfristiges, an unseren Zielen ausgerichtetes Training ist. Und als Drittes muss ich natürlich gucken, in den Bereichen, wo wir momentan sind, dass wir die Spieler auch bei Laune halten. Ja, dass wir sind im Amateurbereich. Es soll ja auch immer ein bisschen Spaß machen. Also nicht nur Zwang oder Leistung, es muss auch ein bisschen Spaß machen. Und das sind so die 3 größten auch Herausforderungen für mich selber, die ich an mich stelle und auch an die Spielerstelle. Gut, die liegen unter anderem als Sprachrohr so für die Mannschaft, Verbindungsglied zwischen dem Trainer und der Mannschaft, Verbindung zwischen dem Vorstand der Mannschaft, verschiedene organisatorische Dinge
muss ich oder darf ich erledigen. Was noch dazu kommt, ist, da Handball ja relativ taktisch geprägt ist, auch während dem Spiel, die Kommunikation mit dem Trainer ist oft da und wir sprechen auch viele Dinge ab. Geht manchmal relativ schnell alles, ist dann auch mal schwierig, gerade weil es relativ laut ist teilweise auch in den verschiedenen Spielen. Man muss da einen Weg finden, um dann miteinander kommunizieren zu können. Ja. Weiterhin haben wir sowohl den Trainer als auch den Kapitän darum gebeten, zu ordnen. Dabei steht dem Trainer die Disziplin in erster Stelle. Der Kapitän nennt hier den Teamgeist. An zweiter Stelle sieht der Trainer die Fitness seiner Spieler. Für den Kapitän steht hier die Disziplin. Auf dem dritten Platz steht die individuelle Leistungsfähigkeit der Spieler der Fitness gegenüber. Es herrscht insgesamt eine hohe Übereinstimmung zwischen Trainer und Kapitän bezüglich der Top 3 Erfolgsfaktoren. Im mittleren Feld sehen beide die Faktoren Motivation, Vertrauen der Spieler in den Trainer, die Autorität des Trainers sowie die Taktik. Dabei sind sich Trainer und Kapitän über die Wichtigkeit von Autorität und Taktik einig. Bezüglich Motivation und Vertrauen gehen die Ansichten leicht auseinander. Unterschiedliche Einschätzungen seitens Trainer und Kapitän betreffen die Faktoren Teamgeist und Leistungsfähigkeit einzelner Teammitglieder. An letzter Stelle steht, wie auch bei vielen anderen Mannschaften und Sportarten, für beide das Pampern einzelner Teammitglieder. Abschließend wollten wir erfahren, wie der Trainer seinen Führungsstil beschreibt und was die Erwartungen und Einschätzungen der Spieler seinen Führungsstil betreffend sind. Trainer Mirko Schwarz gibt an, dass er in der Vorbereitungsphase wie auch am Wettkampftag und in der Nachbereitung ein größtmögliches Ausmaß an Aufgabenorientierung bei der Führung der Mannschaft für wichtig hält. Die Beziehungsorientierung ist am Wettkampftag maximal ausgeprägt, in der Vorbereitung nur leicht geringer. In der Nachbereitungsphase setzt Trainer Mirko Schwarz auf eine nur sehr gering ausgeprägte Beziehungsorientierung. Der Mannschaftskapitän beschreibt den Führungsstil als im gleichen Maße stark beziehungs- und stark aufgabenorientiert. Die Mannschaft sieht den Führungsstil als eine Kombination aus mittlerer Aufgaben- und mittlerer Beziehungsorientierung. Der Kapitän sieht den Führungsstil des Trainers klar im Bereich des Teammanagers. Auch der Trainer beschreibt seinen Führungsstil in Vorbereitungs- und Wettkampfphase als Teammanager, während er in der Nachbereitung auf die Drillmeister setzt. Die Beschreibung der Mannschaft führt zum Führungsstiltyp der Waage. Ja, vielen Dank auch nochmal an den Verein Zweibrücken, auch dass ihr euch so viel Zeit genommen habt und für die Einsatzbereitschaft. Unser erster Beitrag aus der Beitragsreihe Tipps und Tricks im Jahr 2016 haben wir jetzt für euch. Dieser Beitrag ist für alle, die daran interessiert sind, selbst an vollgepackten Unitagen nicht auf vollwertige und leckere Mahlzeiten verzichten zu wollen und dabei nicht immer auf das klassische Pausengreif zu greifen wollen. Wir zeigen euch, wie ihr ein gesundes Müsli vor der Uni oder ein Chili con Carne am Abend davor vorbereitet, um euch dann das mit an die Uni zu nehmen, um es dann in den Vorlesungspausen zu essen. Dabei haben wir auch auf die Inhaltsstoffe geachtet, die euch gesund halten und eure Konzentration an der Uni unterstützen. Auch das Müsli ist innerhalb von wenigen Minuten am Morgen vorbereitet. Also schaut mal rein, ob da ein Tipp für euch dabei ist und viel Spaß beim Nachmachen. Heute zeigen wir euch, wie ihr euch einen leckeren Frühstückquark und ein leckeres Chili con Carne für einen langen Tag an der Uni vorbereiten könnt. Für den Frühstückquark benötigt ihr 250 Gramm Magerquark, Haferflocken, einen Apfel, eine Banane, TK-Himbeeren und ein bisschen Honig. Der Frühstückquark ist in wenigen Minuten vorbereitet und bringt euch sicher durch den Vormittag. Mit seinen Vitaminen aus dem Apfel, der Banane und den Himbeeren, einer guten Portion Eiweiß aus dem Quark und langkettigen Kohlenhydraten aus den Haferflocken ist dieser Quark von den Nährwerten schwer zu schlagen. Für alle, die das Ganze lieber etwas flüssiger haben, kann man alle Zutaten mit einem Schluck Milch in den Mixer geben und so hat man auch einen leckeren Smoothie für unterwegs.
Für das Chili-Con-Carne braucht ihr Rinderhack, Zwiebeln, Knoblauch, frische Tomaten, Bohnen, passierte Tomaten, Kidneybohnen, Mais und frische Paprika. An Gewürzen braucht ihr Olivenöl, Salz, Brühe, Rotwein, Kumin, Oregano, Sambal-Ölek und Pfeffer. Als erstes dünstet ihr Zwiebeln und Knoblauch im Olivenöl an, gebt nach kurzer Zeit das Rindfleisch hinzu und löscht dieses dann mit dem Rotwein ab. Gebt nun alle weiteren Zutaten hinzu, außerdem die Gewürze und lasst das Ganze eine halbe Stunde auf mittlerer Stufe kochen. Und dazu noch ein kleiner Tipp für uns. Ihr könnt euch gefrorene Himbeeren in den Quark machen. Das hat gleich zwei Effekte. Zum einen kühlen die Himbeeren den Quark über den Tag in der Tupperdose und gleichzeitig sind sie dann zum Verzehr immer noch frisch. Dies ist nicht nur zur Winterzeit geeignet, sondern auch im Sommer ist es perfekt, da der Quark den ganzen Tag über gekühlt ist. Probiert es einfach mal aus. Damit ihr wisst, was euch nächste Woche erwartet, hier ein kleiner Ausblick auf die Sendung am nächsten Mittwoch. Wir präsentieren euch eine weitere außergewöhnliche Sportart, die ich, um es noch ein bisschen spannend zu machen, noch nicht verraten möchte. Und das Tipps und Tricks Beitragsreihe wird vorgesetzt mit dem Thema ausgewogene und gesunde Ernährung während der Lernphase. Zum Schluss noch ein brandheißer Tipp und Empfehlung von uns. Am 21.01.2016 findet um 19.30 Uhr im Theatersaal im Erdgeschoss der Mensa das Theaterstück Generation Z statt. Das Theaterstück basiert auf der Thematik des Buches von Herrn Scholz mit demselbigen Namen Generation Z und ist auch von Studenten organisiert und gemacht. Zu der Veranstaltung sind natürlich alle herzlich eingeladen. Jetzt sind wir wieder am Ende unserer Sendung. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie uns und bis zum nächsten Mal um 18.18 Uhr auf orga.tv.